Hey, hey, people, Seth hier. Erinnert ihr euch noch daran, als ich in meinem Italien-Video gesagt habe, dass dieses Land nie ein Rework bekommen wird? Und zwei Tage später wurde angekündigt, dass genau das passieren wird? Tja, es ist soweit. Das neue Hearts of Iron 4 DLC bei Blood Alone ist endlich draußen. Und darum schauen wir uns Italien heute noch einmal an. Doch bevor wir loslegen, sollten wir ein weiteres tolles Like-Goal setzen. Sagen wir also, das nächste Hearts of Iron 4 Video kommt dann bei 8000 Likes auf diesem Video. Und natürlich könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich dann die Schweiz oder Äthiopien spielen soll, die beide einen Fokus-Stream diesem DLC bekommen haben. 8000 Likes, ich weiß, ihr könnt das schaffen, also prügelt den Like-Knopf, bis euer Display splittert. Und nicht vergessen, falls ich dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten erreiche, mache ich eine Paradox Mega Campaign. Also ich spiele eine durchgehende Runde von Crusader Kings 3 bis Hearts of Iron 4. Abonniert mich also, wenn ihr das auf gar keinen Fall verpassen wollt, und dann legen wir direkt los. Italien, was ein wunderschönes Land. Oft zu Unrecht als sehr inkompetent angesehen, und jetzt, wo ich das so ausspreche, nein, eindeutig zu Recht. Viel wichtiger aber, seit dem letzten Update hat es ein paar wundervolle Neuerungen bekommen. Unter anderem hat es einen Fokus-Stream mit unfassbar viel Liebe bekommen. Bei den geilen Boni, die man bekommen kann, würde es mich nicht wundern, wenn ein paar von Paradox-Mitarbeitern eigentlich aus Italien stammen. Auch die, lasst es mal auf euch einwirken, Freunde, 20 Militärfabriken, mit denen wir starten, sind unfassbar gut, und damit starten wir eigentlich, ja, so gesehen, sogar stärker als Deutschland. Klar, unsere Armee ist dafür nicht sonderlich großartig, aber das ist nichts, was wir mit ein klein wenig Army XP nicht beheben könnten. Wenn es doch jetzt nur einen gratis Weg gäbe, für uns einfach an Army XP ranzukommen. Habe ich nicht recht, Freunde? Die wehrlosen äthiopischen Soldaten, die noch mit Schilden kämpfen, sind da natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Oh, und die 4 Research-Slots sind natürlich auch eine kleine nette Sache, die Italien ein gutes Stück stärker machen. Derzeit ist die Hälfte unserer Wirtschaft noch damit beschäftigt, Toaster zu produzieren. Aber vertraut mir, Freunde, bis zum Ende dieses Runs wird hier eine große Null stehen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon einmal was von den italienischen Panzern gehört habt, aber die waren nicht sonderlich gut. Los, meine Soldaten, zeigt es den wehrlosen äthiopischen Truppen, das wird bestimmt ein fairer Kampf werden. Eine der größten Neuerungen in diesem DLC ist, dass sich Mussolini, unser Breitmaulfrosch hier drüben, alle paar Wochen eine neue Challenge für mich einfallen lässt, weil sich irgendwo rumgesprochen hat, dass Meier wohl der größte Challenge-Kanal im deutschsprachigen Raum ist. Wir haben nun die Auswahlmöglichkeit zwischen 15% mehr Angriff gegenüber Äthiopien oder jeder Menge netter passiver Buffs, und ehrlich gesagt nehme ich einfach den Flat-Angriffsbonus, weil ich den bisher noch nie ausprobiert habe. Großartig, zwei Tage an der Front und da ist schon direkt jemand krank. Oh, außerdem haben wir die Aufgabe, Nord- und Südäthiopien in den nächsten 120 Tagen zu erobern. Und allein basierend auf der Tatsache, dass ich weiß, was Flugzeuge sind und meine Gegner nicht, gehe ich einmal davon aus, dass der Krieg allgemein nicht so lange dauern wird. Außerdem erhalten wir ein paar Tage nach Spielstart die Möglichkeit, dieses kleine, unbedeutende Land, das vorher nicht existiert hat, einzunehmen. Wir senden ihnen das Ultimatum und interessanterweise, dieses Land hat sogar einen Focus-Tree bekommen. Ja, er ist größer als der alte italienische Focus-Tree. Ganz nebenbei werden wir heute die Cockblock-Hitler-Route spielen, weshalb sich Österreich leider vom Erdboden verschüssen muss, zumindest so lange, dass Schuschnigg nicht den Anschluss annehmen kann. Okay, es sollte jetzt zwar niemanden überraschen, aber Äthiopien war nicht das größte Problem. Und hier befinden wir uns auch in den neuen Peace Conferences, die ja, um es gelinde auszudrücken, sehr interessant ablaufen können. Solange man aber das einzige Land darin ist, hat man die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Dingen auszuwählen. Wir könnten zum Beispiel die äthiopische Navy übernehmen, wenn sie eine Flotte hätten. Haben sie aber nicht, und daher werden wir sie einfach komplett annektieren. Je nachdem, wie gut oder schlecht man im äthiopischen Krieg war, wird ein Fokus von den drei hier oben automatisch abgeschlossen und gibt dir entweder ein paar gute Buffs oder ein paar unschöne Debuffs. Nichtsdestotrotz waren wir wohl leider zu gut dafür. Und jetzt können wir die Route runtergehen, wo wir Mussolini als Gott verehren und seine göttliche Glatze küssen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das tun will, weil wenn er den ganzen Tag diesen ekelhaften Hut trägt, dann wird seine Glatze ziemlich verschwitzt sein. Bah! Durch die ganzen hart erarbeiteten Army XP kann ich immerhin unsere Divisionen bearbeiten. Was heißt, dass ich unsere Pferde einfach durch Kamele austauschen kann. Wow! Oder wir versuchen erstmal eine halbwegs anständige Infanteriedivision auf die Beine zu stellen. Es liegt an euch. Ich glaube, eine der schönsten Sachen am neuen italienischen Focus-Tree ist, dass du gratis durch einen 70-Tage-Focus, einen Geheimdienst und zwei Operator bekommst. Das ist sagenhaft. Ich wundere mich, warum Italien das erste Land ist, das so einen Tree bekommt. Diese Operator kann man dann direkt dazu verwenden, um in Äthiopien Widerstand zu finden und dafür zu sorgen, dass sie in der Dusche umfallen und sich aus Versehen 24 Mal in den Hinterkopf schießen. Kommt vor!
Wir können unseren König jetzt sogar zum Kaiser von Äthiopien krönen, was irgendwie ein bisschen lustig ist. Aber falls ihr es nicht wusstet, Italien hatte tatsächlich unter Mussolini immer noch einen König. Mussolini war nur der Premierminister oder sowas, der die komplette Macht hatte, weil der König zugelassen hat, dass Mussolini sie einfach an sich nimmt. So gern ich gerade auch für Free Trade gehen möchte, kann ich es leider niemandem empfehlen, denn sonst sieht unser Handelsmenü gleich so aus. Stattdessen gehen wir also auf den Exportfokus. Es tut mir zwar leid, Österreich, aber das ist zu deinem eigenen Schutz. Ansonsten kommt noch der Mann mit dem lustigen Schnurrbart. Seht ihr, Freunde, als Österreicher finde ich es eigentlich ziemlich doof, dass Mussolini da jetzt ohne Grund einfach Österreich angegriffen hat. Und es wird, denke ich mal, Zeit, dass ihm das mal jemand sagt. Krieg? Pff, wofür? Ist die Armee wirklich Mussolini loyal gegenüber oder der Partei? Wer zum Fick braucht eine Air Force? Eines dieser lustigen Slander-Videos über Mussolini hochladen? Klar! Jetzt, wo wir Mussolinis Image zerstört haben, wird es einmal Zeit, über ihn zu reden. Natürlich ganz im Privaten, wir wollen ja nicht, dass er sich noch verteidigen kann. Tja, Benito, weißt du, wir haben darüber gesprochen und du musst gehen. Während Mussolini nun ein paar Stahlträger von unten inspiziert, wird unser Land von ein paar ineffizienten Menschen regiert, die einfach nur miteinander diskutieren. Was wir brauchen, ist jemand, der den Ton angibt. Doch leider hat der König noch nicht genügend Unterstützer auf diesem Kuchendiagramm. In der Zwischenzeit können wir dann tatsächlich einmal den industriellen Tree runtergehen, da viele der Fokusse nur 35 Tage lang sind. Ich kann es kaum glauben, dass wir gar nicht 70 Tage auf eine einzige Fabrik warten müssen. Aber wie schon gesagt, Italien hat ziemlich viel Liebe abbekommen. Und apropos Liebe, es wird, denke ich, Zeit, unsere Armee zu vergrößern. Ich weiß zwar noch nicht genau, was wir damit anfangen, aber ich denke mal, dass es ein paar Leuten nicht sonderlich gut gefallen wird. Kaum zu glauben, dass der beste italienische General ein Äthiopier ist, der keine Lust mehr auf sein Land hatte. Herzlich willkommen in meiner Armee, Bruder. 10% mehr Bevölkerung, die ich in meine Armee packen kann? Auf jeden Fall! Eines Tages wird es Paradox bestimmt gelingen, dass der spanische Bürgerkrieg übersichtlich aussieht. Doch bis dahin müssen wir mit so etwas klarkommen. Seht ihr, der Trick bei einem frühen Krieg gegen Frankreich ist es einfach, seine Flotte rauszusetzen und zu hoffen, dass eure Naval Invasions landen. Und so wie es aussieht, tun sie das. Was die Alpen betrifft, müssen eure Truppen einfach nur dort stehen und die Franzosen abwehren, falls sie überhaupt attacken. Denn da Frankreich ein riesiges koloniales Reich besitzt, wird es etwas schwer, alles davon zu bewachen. Von da an sollte ein einfacher Marschbefehl ausreichen und ihr könnt mit ansehen, wie eure Einheiten die französische KI problemlos überrennen. Der Soviet Civil War? Ivan Smirnov? Ich bin ein riesiger Fan von ihrem Wodka. Ganz wichtig, ihr solltet in der Peace Conference auf gar keinen Fall vergessen, die französischen Schiffe zu nehmen, denn das boostet eure Navy auf ein Niveau, das ihr selbst mit der britischen aufnehmen könnt. Sieht das nicht gleich viel besser aus? Irgendwie nicht, aber es erfüllt seinen Zweck, vertraut mir, Freunde. Doch jetzt wird es Zeit, die Monarchie wiederzubeleben und dem Faschismus auf Wiedersehen zu sagen. Wow, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die KI das schafft, aber Mr. Smirnov hat den Bürgerkrieg gewonnen und kann nun sein Wodka-Imperium aufbauen. Da ist er, unser König Eierkopf. Doch leider hat er noch nicht so wirklich das Sagen im Land. Und dooferweise brauchen wir dafür auch noch ein klein bisschen mehr Support. Was heißt, dass wir in der Zwischenzeit erstmal ein paar andere Trees runtergehen können. Natürlich könnte ich mich mit dem Balkan anfreunden. Oder wir nehmen uns einfach direkt, was uns gehört. Jetzt, wo wir keine Faschisten mehr sind, ist leider der eine gute Feldmarschall, den ich hatte, abgehauen. Dafür haben wir aber Italo Balbo, Jugoslawien, einfach mal so dumm in den Raum gefragt. Möchtest du meine Puppe werden? Das war nicht die Antwort, die ich erwartet habe, aber herzlich willkommen bei Italien! Können wir auch einfach Land von dir beanspruchen? Wirst du uns das einfach so geben, oder wie sieht's aus? Nie im Leben! Sehr schön, danke dir! Sogar Albanien möchte mir einfach beitreten, ich sehe schon. Ganz Europa liebt meine Pizza, what the fuck? Okay, das gefällt mir gar nicht. Wenn ich Glück habe, muss ich den Kommunisten aber auch gar nicht den Krieg erklären. Natürlich, da willst du einmal England den Krieg erklären und dann treten sie der Achse bei. Großartig. Dumm nur, dass Deutschland ums Verrecken nicht in mich reinkommt, wenn ich Österreich als meine Puppe freilasse. Zeit, Griechenland den Krieg zu erklären. Damit ist ja noch nie etwas schief gelaufen. Habe ich recht? Immerhin sieht es so aus, als konnten meine Truppen problemlos drüben in England landen. Wow, ich muss die Maginot-Linie ja gar nicht bewachen, solange ich Frankreich nicht in den Krieg reinrufe. Ja, das sieht nicht gut für England aus. Ich wundere mich, wo ihre Truppen gerade sein könnten. Digga, der Ort heißt doch nicht tatsächlich Cockermouth, what the fuck? Das wär's dann also mit England. Und Deutschland kriegen wir auch noch klein. Kleiner Spoiler, das ist jetzt das zweite Collaboration Government, was ich gegen Deutschland gemacht habe, und irgendwas verrät mir, dass sie deshalb nicht sonderlich lange in diesem Krieg kämpfen werden.
Was wäre ein Königreich ohne einen König, der es mit eiserner Faust regiert? Unser König ist schon ganz nett, er ist immerhin der Kaiser von Äthiopien und der König von Albanien. Aber wisst ihr, was noch viel besser als ein König ist? Gott auf seiner Seite zu haben. Also bitten wir doch einfach den Papst um Unterstützung. Nun, mit Gott an unserer Seite, sollten wir der Kirche vielleicht ein paar extra Rechte zugestehen. Auch wenn ich stark hoffe, dass wir das Mindestalter für Sex nicht auf 12 dafür runtersetzen. Interessant, die Türkei nimmt mir die Arbeit ab, an Griechenland und die Türkei Krieg zu erklären. Ich wundere mich, was passiert, wenn der Papst beliebter als der König in unserem Land wird. Wäre doch lustig, wenn hier auf dieser riesigen leeren Fläche dann noch etwas passieren wird, oder? Ich denke nicht, dass es der Move war, in einer verlierenden Position auch noch Litauen den Krieg zu erklären, aber weißt du was, deutsche KI? Du schaffst das, ganz bestimmt. In der Zwischenzeit posten wir ein paar coole Bilder vom Papst auf Instagram, damit er noch ein klein wenig mehr Beliebtheit bekommt. Seht ihr das? Davon rede ich. Ja, im Wesentlichen hat sich die Tschechoslowakei die rechte Hälfte von Deutschland genommen, während ich mir die linke Hälfte und England genommen habe. Außerdem, ihre Kolonien gehören jetzt offensichtlich mir. Und so wie es aussieht, muss ich doch Griechenland und der Türkei den Krieg erklären. Als ob meine österreichische Puppe jetzt Deutschland beigetreten ist und dann nicht einmal meinem Deutschland, sondern dem tschechischen Deutschland. Was zum Fick? Jetzt, wo unser Papst mehr YouTube-Abonnenten als unser König hat, ist es doch nur rechtmäßig, dass er das Land regiert. Gott will es! Dieser Mann wird bestimmt keine Latte bekommen, wenn ein Sechsjähriger auf seinem Schoß sitzt. Außerdem haben wir jetzt diesen kleinen geheimen Focus-Tree, der uns einige absurd krasse Boni gibt, oder was auch immer das sein soll. Der Kirchenstaat. Hört ihr das? Das ist das Geräusch der kompletten EU4-Fanbase, die gerade in ihre Hose gekommen ist. Jetzt, wo wir wieder ein waschechter Gottesstaat sind und der Papst auf dem Thron sitzt, wird es Zeit, sich für einen von zwei Zukunftsplänen zu entscheiden. Wir könnten uns entweder für das größere Italien entscheiden, was im Wesentlichen aus Italien, Griechenland und ein paar Teilen im Balkan besteht, oder wir gehen batshit insane und versuchen, Rom wieder aufleben zu lassen. Und wisst ihr was? Ich bin absolut dafür. Mare Nostrum. Ja, kein Wunder, dass weder die türkische noch die griechische Front sonderlich gut halten, während sie untereinander im Krieg sind. Das Tolle ist, wir können jetzt in 35 Tagen mehr oder weniger Spanien und Portugal quasi gratis als Puppenstaaten bekommen. Was, wenn ich mir ihre Grenzen so ansehe, wahrscheinlich auch besser ist. So wie es aussieht, lehnen sowohl Spanien als auch Portugal, als auch Portugals spanische Puppe mein großzügiges Angebot ab. Was mir eigentlich egal ist, denn so bekomme ich immerhin ein gratis Kriegsziel gegen sie. Und Italo Balbo ist ein Logistics Wizard geworden. Ehrenmann. Wisst ihr, Freunde, wir haben jetzt wieder den Punkt erreicht, wo es 5 Uhr in der Früh ist und ich einfach am liebsten ins Bett möchte. Wenn Spanien und Portugal also bitte schnell kapitulieren könnten, dann würde ich das sehr zu schätzen wissen. So, Freunde, jetzt kommt der spaßige Teil, wo wir anfangen müssen, unsere Puppets zu annexen. Ah, anscheinend ist der Papst jetzt auch der König von Montenegro. Warum nicht? Okay, Freunde, ich habe euch den Weg dorthin mal erspart und nun können wir folgenden Knopf drücken. Mare Nostrum. Und wir sind wieder Rom. Juhu! Ich weiß, die zwei Leute unter euch, die Imperator Rome spielen, werden jetzt eine Monsterlatte haben, aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich dazu, dass wir Papst und König von Rom sind, können wir unfassbar viele Territorien wieder zu Kerngebieten machen. Die Iberische Halbinsel? Kein Problem. Ägypten? Warum nicht? Kappadokien? Ja. Mauretanien? Immer her damit. Frankreich? Auf jeden Fall. Und das ist erst der Anfang des Ganzen. Der Aufstieg des römischen Imperiums. Ja, das sind fast 3 Millionen Manpower, die wir einfach so geschenkt bekommen haben. Wofür einfach so geschenkt ein weirder Ausdruck dafür ist, denn Rom zu formen ist echt nicht einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Papst auch irgendwie schneller bekommen kann, da gibt es bestimmt eine nette Speedrun-Strategie, aber ich für meinen Teil habe jetzt eine Ewigkeit gebraucht. Mittlerweile würde ich wirklich gern schlafen gehen, aber für den Rest der römischen Ambitionen und da wir das erste und das zweite Rom bereits kontrollieren, sollten wir uns das dritte Rom auch noch holen, Freunde. Ich habe sogar einen netten Trick auf Lager, und zwar werde ich gleich einfach der Sowjetunion den Krieg erklären und dann alle restlichen europäischen Länder dazu gaslighten, ihrer Faction beizutreten, damit wir das in einem einzigen Peace-Deal regeln können. Bevor ich diesen Plan aber in die Tat umsetzen kann, muss ich erst an eine Grenze zur Sowjetunion kommen. Und wisst ihr, was das Schönste ist, Freunde? Dieser Fokus gibt uns ein Kriegsziel gegen alle Länder in Europa, die zwar mehrheitlich christlich, aber nicht katholisch sind.
Und wenn wir uns den Rest von Europa so ansehen, dann sollte es euch nicht überraschen, dass wir gegen so ziemlich jeden ein Kriegsziel bekommen haben. Hoffen wir mal, dass sich die Sowjets noch nicht von ihrem Bürgerkrieg erholt haben. Ja, ich mache lieber noch eine Kollaborationsregierung, weil sonst sitze ich hier noch bis morgen um 10. Ja, aber wenn ich mir das so ansehe, dann erweckt das eher den Eindruck, als wären die Polen auf mich ein gutes Stück besser vorbereitet gewesen als die Sowjets. Polen hat kapituliert und die Sowjetunion sollte gleich folgen. Kollaborationsgovernments sind einfach viel zu gut, Freund, ich sag's euch. Benutzt sie, solange sie noch nicht gepatcht sind, weil die sind absolut insane. Oh, Gott sei Dank, wahrscheinlich der letzte Peace-Deal. Nachdem ich rausgefunden habe, dass Player-Led Peace-Conferences nicht mehr ganz so funktioniert, wie es sollte, und die halbe Welt besitze, kann ich nun hoffentlich alle Entscheidungen einfach durchklicken. Damit ist beinahe alles, was ihr hier seht, mein Kerngebiet. Ich verfüge über 4 Millionen Manpower und beinahe 1000 Fabriken. Und das Schönste dran ist, ich habe sogar einen Sohn bekommen. Ich liebe diese Farbe. Das ist am Ende des Spiels meine Faction und natürlich könnte ich jetzt auch noch rüber und den USA den Krieg erklären, aber ehrlich gesagt, wozu? Wir haben bereits 7:30 in der Früh, ich bin saumüde und Krieg gegen die USA im Late Game ist unfassbar unspaßig. Ich denke, das ist für heute genug. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ciao!